mal da. Da ist ja auch noch was. Okay. Okay. So, warte mal, können wir jetzt vielleicht? Ne, warte mal. Ja doch, vielleicht können wir jetzt wie heißt das da? Zu diesem komischen Zeichen gehen. Vielleicht können wir das hier jetzt aktivieren. Nee, warte mal. Hä? Ist ja gar nicht hier, ne? So, wir sind auf der anderen Seite rausgekommen. Okay. So, den Obelisken, der ist aktiviert, ne? Gegner bezwungen.
haben wir erstmal noch was. Boah. Ich bin's nur. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ach, ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Hier lang. Wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Harpyie rumschlagen musste. Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und er ist fündig geworden? Nein. Dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, er mag dich. Sie ist weg. Weg. Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun? Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er wird mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady, wir sind schon. Geralt? Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Ware gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Bleib weg! Ihr alle sollt verrecken!
Oh. Sid. Spürst du das auch? Garuda. Bei den Flammen. Schluckt dieser Sturm noch den ganzen Wald und uns gleich mit. Ich halte sie auf. Was willst du? Da war sie wieder. Dieselbe Stimme. Verdammt nochmal, musst du deshalb da reinlaufen? Und weg ist er. Clive, ich glaube, du verstehst nicht. Können wir erstmal jetzt hier alles absuchen. Es ist ein windiges Wetter, in das du da läufst. Benediktas Jähzorn ist unberechenbar. Und das an einem guten Tag. Wer weiß, was uns da drin blüht? Das ist mir egal. Ich brauche Gewissheit. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Okay. Dann wollen wir dir die Gewissheit holen, oder? Ach du Scheiße. Ist ja, warte mal. Wir haben ja noch ein paar Fertigkeitspunkte, ne? Drücke unmittelbar nach einem Nahkampfangriff Dreieck, um aus nächster Nähe ein Magiegeschoss nachzulegen. So. Halte Dreieck gedrückt, um die Stärke eines magischen Geschosses zu steigern, und lasse los, um es abzufeuern. Meistern. Drücke in der Luft X, um einen Gegner in der Nähe als Trittbrett zu benutzen und so die Höhe und Dauer eines Sprungs zu steigern. Um einen verheerenden Angriff zu entfesseln. Meistern wir. Drücke in der Luft X und 4, um einen senkrechten Hieb nach unten auszuführen. Das haben wir gerade schon erfolgreich gemacht. Ne? Drücke X und 4, um dich dem Gegner mit einem schnellen Satz zu nähern und ihn anzugreifen. Meistern wir. Okay. Guck mal, da kommen wir gar nicht hin. Das ist nämlich auch noch alles voll. Okay. Abo! Fun Bitch!
Wir werden auf jeden Fall gegen jedes Viech kämpfen. Nicht noch was? So, warte mal, wir haben jetzt 120 Punkte. Entfessel eine wallende Flammenwand, die gegnerische Magie beim Aufprall absorbiert und dann mehrere tödliche Feuerwellen aussendet. Die Wellen werden umso stärker, je mehr Magie absorbiert wurde. So. Das können wir doch dann. Ja, aber hat nur Angriff 2, ne? So. Hier kommen wir noch nicht durch. Vielleicht haben wir noch 2, ne? Hier drüben! Zeig's hier!
Sehr gut. Tritt den Sturm. Machen wir. Da ist er. Warte! Clive, war das der Dominus? Der Mörder meines Bruders? Bist du dir absolut sicher? Wie könnte ich seine Gestalt jemals vergessen? Wie die Flammen seiner Espa, Joshua. Pass auf! Torgal auch! Mach dir keine Sorgen um uns! Darauf hast du gewartet! Los! Sid! Verzeiht mir. Erwachen. Boah, ist sie hässlich. Wo ist der? Wo ist der
Fataler Sturz. Größere Gegner kommen ins Schwanken, wenn ihre gelbe Willenskraftleiste unter 50% sinkt. Benutze Garudas Fatalumarmung, um einen schwankenden Gegner umzuwerfen und ihn für weitere Attacken verwundbar zu machen. Ich bin ausgewichen. Boah, hack hier die Scheißfresse weg, ey. Ja, endlich. Das war so klar. Du bist nichts als ein Monster. Und ich kann nichts. Ich werde nicht aufgeben. Erwache, Ifrit.
Kämpfe als Ifrit. Die Steuerung für Ifrit ist wie folgt. Nahkampfangriffe, Fernkampf und Ausweichen. Drücke Kreis, um große Entfernungen in einem Satz zu überwinden und dabei Schaden anzurichten, falls der Gegner getroffen wird. Eine Übersicht der Fertigkeiten, die dir im erwachten Zustand von Ifrit zur Verfügung stehen, findest du unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. Scheiße. Ganz schön schwerfällig, der Dicke hier. Na, ist die Season gestartet? Ah, okay.
reiß sie einfach in die Mitte durch, ey. Ja, Garuda bezwungen. Jetzt schon zum dritten Mal, vierten Mal. Man gibt die Alte endlich auf, ey. So, Stufe 18. Sehr schön. So, Windsplitter ist Material, Material, Material. Okay. Ich bin einfach zu nett. Ja, aber die Sequenzen sind schon geil. Verdammte Scheiße. Okay, ja, ist ja Geschmackssache, ne? Und dann war er in dir selbst. Kann man sich nicht ausdenken. Wieso? Wieso bist du ihm gefolgt? Benna, das kannst du doch nicht gewollt haben, oder?
einige Zeit später. Boah, sieht der gut aus. Der König selbst. Hoher Besuch. Stellt ihr ihn persönlich, Eure Hoheit? Natürlich. Möge Gwigor euch beflügeln. Alter. Ordnet die Truppen. Jawohl. Eure Hoheit. Saboteure? Wir verzeichnen zahlreiche Angriffe. Sogar in der Hauptstadt. Mein Vater. Ist er in Sicherheit? Seine Heiligkeit ist sicher. Doch die Stadt braucht nun jeden Mann. Auf Verstärkung warten wir leider vergebens. Selbstverständlich. Der Schutz des Kaisers hat Vorrang. Ich übernehme die Feinde hier. Endlich wach? Steckst ja voller Überraschung. Erst der Trick mit Garuda, dann was auch immer das andere war. Es wird nicht langweilig mit dir. Tu es. Was? Töte mich. Ich war's. Ich hab ihn umgebracht. Er ist tot! Joshua, ich habe ihn getötet! Ich bin ein Monster! Und ich verdiene den Tod! Töte mich! Jetzt sofort! Bitte! Bitte! Den Gefallen kann ich dir tun, wenn es das ist, was du willst. Aber erst
wollte ich dir eine Kostprobe meiner zeitlosen Weisheit geben. Denn wenn du mich fragst, Junge, wer die Kraft hat, rumzuschreien, hat auch genug Kraft, sich nützlich zu machen. Sieh dich an. Bist zwar ganz gut gebaut, aber nicht mein Typ. Wir sehen uns in der Halle.